komme in Ausdrucksbereiche mit Musik, die, glaube ich, der Sprache nicht zugänglich sind. Und die interessieren mich auch. Also Ausdruck ist dabei immer wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Mit Musik kann man unheimlich viel erzählen. Also das sind wirklich auch Personen, die sind auf der Bühne, die mit den Tönen etwas gestalten. Das ist natürlich in Filz besonders stark, weil das immer mit dem Soloinstrument funktioniert. Also da ist quasi die Solistin, die Tabia Zimmermann, die spielt ja eigentlich quasi das ganze Stück hindurch. Und die ist quasi die Haupterzählstimme, wo irgendwie der Rest daran befestigt ist. Also die Klangkombination von dem Streichorchester mit den vier Bassklarinetten ist eine einmalige Kombination. Ich glaube nicht, dass es nochmal ein Werk gibt, was diese Klangkombination anbietet. Enno hat über die Bassklarinetten damals, glaube ich, gesagt, das wäre die Fußbodenheizung des Orchesters. Es freut uns sehr, dass wir diese drei Stücke, die Enno für das Ensemble geschrieben hat, die seit 2010 entstanden sind, seit dieser schon wirklich sehr lange andauernden Zusammenarbeit, dass wir die jetzt für Vergo zusammen mit Deutschlandfunk Kultur produzieren können. Mich interessiert das Körperliche von den Musikern, also die Körperlichkeit, die ja bei den Musikinstrumenten sehr unterschiedlich ist. Also diese Bewegungen finde ich toll. Ich bin beim Komponieren auch expressiv, weil ich versuche eigentlich alle die Dinge, die ich dort schreibe, die gehen durch meinen Körper durch. Also ich habe die alle schon mal gesungen, die sind quasi in meinem Mund gewesen und ich habe die gespielt, bewegt oder so. Beim Komponieren bin ich dann manchmal auch sehr laut, weil quasi das geht alles durch mich hindurch. Als Enno mir vorgesungen und gezeigt hat, was er sich vorstellt, ist bei mir auch beim Üben ist mir eingefallen, wie ich bei meinem ersten Lehrer, Dietmar Mantel, an der Lara Musikschule, wie ich Vibrato gelernt habe. Das kam nämlich aus dem Larynx. Das ging um sehr große Wege, dann eine sehr große Lockerheit in der Bewegung und dann ein Beschleunigen, Verkleinern und dann auf einer Note stehen bleiben. Und daraus ein lockeres Vibrato, was aus der großen Bewegung kommt. Dann hat er diese Übung 1:1 ins Stück eingefügt. Das fand ich sehr schön. Es gibt einen Takt, wo ich jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, denke ich an meinen Lehrer Dietmar Mantel. Dann haben wir eigentlich direkt angefangen, quasi das falsch zusammenzusetzen. Und mach doch mal dieses Vibrato jetzt da und mach mal jetzt ein falsches Vibrato hier und hier zu schnell und zu langsam und so und so. So eine große Aufgabe und so viel Spaß dabei. Dafür machen wir das doch, um was zu lernen, um weiterzukommen, um die Musik zu entwickeln und sich selber zu entwickeln und die Kommunikation mit anderen. Glaube ich, wäre heute niemals da, wo ich in der Musik angekommen bin, ohne die neue Musik, die ich gespielt habe. Unvorstellbar. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Wald, mit Enno Poppe und dem Ensemble Resonanz war für uns ein Glücksfall. Ein super besonderes Stück, vier Streichquartette. Ich glaube, dass das Streichquartett für das Ensemble Resonanz auch so etwas ist wie der Kern oder zumindest ein wesentlicher Kern der Identität des Ensembles. Ich habe ja dieses Stück tatsächlich geschrieben. Auf vier Zeilen, also ich habe für jedes Quartett erstmal nur eine Zeile gehabt und quasi, also als wäre das vierstimmig geschrieben und diese einzelnen Kerne, die konnte ich dann hinterher nochmal weiter ausarbeiten. Das Streichquartett sozusagen in so einer Art Metasatztechnik auf 16 Streiche, also auf vier Streichquartette dann erweitert hat. Das war für uns eine fantastische Idee und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass Wald auch eines der meistgespielten Stücke ist, die wir selber in Auftrag gegeben haben. Dieses Stück ist wirklich dann ganz intuitiv zusammengesetzt, montiert, auseinandergeschnitten und neue und verschiedene Ideen, weil das so in der Prozess so lange war, über ein Jahr, dass ich lauter verschiedene Ideen hatte, die eigentlich erstmal nicht zusammenpassen, um die dann ganz komisch zusammengeschnitten sind und dass gerade das
aber auch den Reiz ausmacht von dem Stück, dass man es auch nicht versteht. Also das ist quasi was, dieses Waldgefühl, also dass man da verlaufen ist. Also es gibt keine klare Richtung, sondern immer lauter Holzwege und Nebenwege, die da begangen werden.